Hallo, Hallo. willkommen bei Ginseng, willkommen bei Tattoo Talk. Tattoo Talk ist eine kleine Serie, worüber ich über Tattoo-Themen rede. Und heute ist zu Gast die Michelle. Michelle. Ja, heute reden wir über die Hygiene, beziehungsweise was passiert mit Tattoos noch, wenn man sich darüber nicht kümmert. Beziehungsweise, was war das bei dir? Bei mir war das also bei mir selber jetzt nicht. Ich habe noch keine Erfahrung mit Entzündungen gemacht, weil ich mich eigentlich ziemlich gut immer mit um meine Tattoos kümmere. Man muss eigentlich auch nicht viel dafür tun, einfach nur regelmäßig abwaschen und eincremen. Nur ich habe halt beispielsweise bei meiner Mutter, die ist auch sehr tätowiert und die hatte einmal am Bein, also den kompletten Unterschenkel entzündet, aber das war halt auch nur, weil sie halt damals war das ein bisschen kompliziert alles. Und meine Mutter hat das dann halt nicht regelmäßig gepflegt Ach und so. dadurch hat sich das dann entzündet. Also man muss das regelmäßig halt auch abwaschen, damit sich halt kein Dreck sammelt oder Dreck reinkommt. Ja, und das war halt ziemlich entzündet und sie hat halt auch gesagt, dass es halt ziemlich gebrannt hat. Es wurde knallrot. Es haben sich sogar so kleine Bläschen da auch gebildet gehabt und das war schon nicht angenehm, auch nicht angenehm anzusehen. Ah, Ja. dann können wir doch das Video umbenennen in Tattoos. Das erste Tattoo, Do's und Don't-Do's oder so. Was sollte man machen? Beziehungsweise wir können das Thema umändern jetzt in das erste Tattoo oder allgemein tätowieren. Und was sollte man dann machen und was sollte man nicht machen? Was fällt dir denn spontan jetzt dazu ein? Was man nicht machen sollte. Nee, man sollte jetzt zum Beispiel einen Tätowierer suchen, der auf Hygiene achtet, damit sowas nicht passiert. Und zweitens, die Erfahrung jetzt von deiner Mutter halt, dass man ein Tattoo dann pflegt. Was für Pflegetipps kannst du denn geben? Pflegetipps. Ja, zum Beispiel, man kriegt ja anfangs teilweise auch, wenn man das Tattoo gerade gestochen hat, diese Folie da drum gewickelt. Es gibt auch einige, die lassen die dann irgendwie längere Zeit drum. Das sollte man aber nicht machen. Man sollte sich auch nicht irgendwie was drum binden oder sonst was, damit man denkt, da kommt jetzt Dreck rein, wenn ich nichts drum habe. Das ist aber ganz schlecht, weil dann kommt da keine Luft dran und dann kann sich das erst recht entzünden. So, das ist jetzt für Ja. ganz neue halt, wenn ihr das erste Tattoo habt. Das Tattoo ist eine offene Wunde. Und bei einer offenen Wunde, warum die jetzt dann zugedeckt wird, wie Michelle jetzt sagt mit der Folie, das ist total egal. Das ist als Tätowierer, wenn man ein Tattoo frisch gestochen hat, dann kommt Vaseline drauf, damit es nicht sofort durchblutet. Und dann wird die Folie umgemacht, damit man für 2 Stunden bis zu 3 Stunden einen gewissen Schutz hat, bis man dann wieder zu Hause ist oder so. Dann wird vom Tätowierer empfohlen, dass man die Folie abnimmt und sein Tattoo mit kaltem Wasser, mit pH-neutralen Seife wäscht und dann mal in Ruhe erstmal ein bisschen ausbluten lässt, das heißt dann eine frische Luft und dann kann man sie dann eincremen. Bei den Cremen kannst du was empfehlen oder was benutzt du immer in Creme? Bei den Cremes, also teilweise habe ich auch schon Bepanthen ganz leicht aufgetragen. Das sollte Ja. man aber nicht zu oft verwenden, weil das oft die Poren noch ein bisschen verstopft, Bepanthen, wenn man zu viel drauf tut. Ich habe dann eher Tattoo-Salbe von meinem Tätowierer mitbekommen, spezielle, und mit der habe ich dann meine Tattoos Okay, versorgt. ja. Ich bin der Meinung, dass Tattoo-Salben eigentlich totale Geldverschwendung ist. Man kann es auch mit einer ganz normalen Heil- und Wundsalbe benutzen. Man muss nicht Bepanthen nehmen, aber man kann auch Bepanthen nehmen. Bei Bepanthen muss man aufpassen, dass es nicht zu dick wird. Da kriegt man erstmal ein bisschen was auf, lässt es erstmal kurz drauf und dann mit der Körperwärme wird das flüssiger und dann verteilt man das. Er soll aber nicht klebrig überall drauf sein, sondern er sollte nur Eine leicht dünne eingecremt sein, dünn. Und wie oft Schicht. man das aufcremen muss am Tattoo, ist einfach, dass das Tattoo dann nicht zu trocknen wird. Also das heißt dann, es kann sein bei einigen, dass man vielleicht 5-mal am Tag, bei anderen vielleicht 3-mal, ist unterschiedlich von Person zu Person, aber man sollte es mehrfach am Tag einmal aufcremen, beziehungsweise eincremen, aufcremen ist das denn. Genau. Und Genau. was ganz wichtig ist bei deinem ersten Tattoo ist, dass es eine offene Wunde ist, dass du halt vor dem Tätowieren was isst, kannst auch was Deftiges essen, damit dein Kreislauf gut in Fahrt kommt. Und was ganz wichtig ist, dass du nicht trinkst. Da hast du ja auch was gehört oder gesehen in so einer Tattoo-Show, hast du mir ja letztens erzählt. In der Tattoo-Show. Hast du nicht mehr diese Horror-Tattoos da bei Six, diese komische Show? Ja, das war Erzähl klar, mal. wenn der Tätowierer, der war wohl betrunken, der Tätowierer, derjenige, der andere hat es dann auch irgendwie gemerkt, hat sich aber dann trotzdem von dem tätowieren lassen, hat dann auch irgendwie gar nicht auf sein Tattoo drauf geschaut und hatte dann nachher total die Scheiße, Entschuldigung, auf der Haut. Genau, also soll man daraus lernen, dass man erstens nicht betrunken sich tätowieren lässt und zweitens nicht von einem Betrunkenen.
sich tätowieren lässt. Das ist ja wohl irgendwie logisch. Das ne? gleiche gilt man sollte, mit Drogen. Man sollte selbst nichts trinken, keine Drogen nehmen und der Tätowierer erst recht nicht. Weil der dann auch nicht klar bei Verstand ist. Und dann auch nicht auf sein Tattoo drauf zu gucken, während es gestochen wird, dann muss man sich später nicht wundern, dass da irgendwas dann, ja. Und falls wenn es dein erstes Tattoo ist, musst du wissen, dass das Tattoo eigentlich eine gewisse, wie gesagt, schon eine Wunde ist. Und es braucht eine gewisse Zeit, damit man es tätowieren kann. Selbst wenn wir hier so ein kleines Tattoo nehmen, das braucht schon einige Stunden. Okay, mindestens zwei auf jeden Fall. Drei bis vier Stunden. Wenn es schnell ist, zwei. Und dann, wenn man langsam ist, bis zu vier. Und man muss wissen, es dauert länger und es muss abheilen. Das heißt, es dauert dann noch einen Monat, bis es abgeheilt ist. Es ist nämlich, man geht rein, man kriegt ein Tattoo und man geht raus und hat das Tattoo für immer. Man muss dann auch noch wissen, dass man bei realistischen Tattoos halt nachtätowieren muss. Bei kleinen Schriften sollte man nicht tätowieren, weil die verschwimmen. Also es gibt ganz viele Sachen, worauf man achten muss. Hast du noch irgendwelche Tipps oder so für Leute, die noch nicht tätowiert sind und ein Anfangstattoo haben möchten? Also ich würde vielleicht, wenn man besonders schmerzempfindlich ist, auch wenn es jetzt mit anderen Wunden ist oder sonst was, würde ich jetzt nicht unbedingt mit einem großen Tattoo anfangen. Warum nicht mit so einem kleinen? Nee, so ein kleines also auch nicht, so weil das kann... So groß oder so halbhandgroß, genau. Ist meine Empfehlung. Und ich würde halt nicht irgendwie anfangs eine Stelle machen, wo man es direkt sehen kann. Besonders wenn man jünger ist, man muss halt immer dran denken, man weiß noch nicht, was man später macht. Und deswegen erstmal schauen, welche Ausbildung oder welcher Beruf nachher ist. Weil da gibt es halt je nachdem immer noch Vorurteile. Genau, und jetzt nehmen wir Vorteile noch, ganz kurz zur Abheilung vom Tattoo. Man sollte dann halt nicht Wolle tragen, beziehungsweise Sachen, die da die Haut ein bisschen aufschürfen. Mhm. Und man muss gucken mit dem Tattoo-Termin, ob man das eher im Winter macht oder im Sommer macht, weil im Sommer schwitzt man mehr, muss man auch wissen, dass man die Haut dann krustet und so, dass man aufpassen muss mit dem Eincremen, beziehungsweise mit dem Schwitzen, ob man doch lieber an etwas kälteren Tagen sich tätowieren lässt, als statt im Hochsommer. Mhm. Natürlich kann man sich auch im Hochsommer tätowieren, da sage ich auch nichts dagegen. Wieder dem sein. Wobei im Hochsommer ist natürlich dann sehr, weil man fängt ja schon an zu man fängt schon wegen der Wärme an zu schwitzen und dann nochmal an zu schwitzen, weil man tätowiert wird durch die Schmerzen. Weil ich habe das selbst, wenn ich im Winter tätowiert werde, ich fange irgendwann an zu schwitzen. Das ist so. Und wenn dann Sommer ist, dann hast du die zwei Sachen kommen dann zusammen und dann, also ich lasse mich generell eigentlich nur tätowieren, wenn es kälter ist. Okay. Weil und man muss auch wissen, dass wenn man Schwarz-Weiß-Tattoos, also nur schwarze Tattoos hat mit schwarzen Linien hat, dass das dann nicht so weh tut, als wenn man es mit Farbe hat. Weil mit Farbe schattiert man, beziehungsweise man packt dann Farbe rein und das sind dann mehrere Nadeln dann immer. Ja, reinstechen. Ja. Jetzt machst du den Leuten Angst. So viel zum Thema Tattoo, beim ersten Tattoo, worauf man achten muss und Enzyme oder was war das jetzt bei deiner Mutter? Entzündung, nicht Enzyme. Enzyme. Also so, jetzt sind wir raus. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie in den Kommentaren und wir sind jetzt raus. Ciao.